Herzlich willkommen in diesem Video. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich wollte mich als allererstes bei allen bedanken, die Interesse gezeigt haben an meinen Klangschein-Videos, weil Klangschein einfach ein wunderbares Mittel sind zur Entspannung und zur Selbstfindung. Und gerade in der heutigen Zeit, finde ich, kann man gar nicht genug Mittel haben, um zu sich selbst zu finden und bei sich selbst anzukommen und sich manchmal auch ein bisschen auszuklinken aus dem Wahnsinn, der da draußen so stattfindet. Also herzlichen Dank dafür. Heute geht es darum, Klangschalenkissen selber zu nähen. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil ich gerade meinen Klangraum einrichte seit einigen Wochen. Und ja, was soll ich sagen? Ich wohne mit einem Mann und zwei Jungs zusammen. Das heißt, mein Bestreben, diesen Klangraum besonders schön zu machen, ist ja doch recht groß. Und deswegen habe ich mein Klangschalen neues Zuhause gebaut, und zwar dieses Regal hier. Und habe gedacht, ja, jetzt haben die auch mal ein paar schöne Kissen verdient. Und so sehen die aus. Ich zeige das mal. Das ist das Größte, was ich genäht habe für meine Fußschale. Und das ist das Kleinste, was ich genäht habe für die ganz kleinen Rinnschalen, die ich habe. Und also die Größen, da ist viel möglich, wie ihr gerade sehen könnt. Warum braucht man eigentlich Klangschalenkissen? Das hat den Grund, dass wenn du eine Klangschale auf einen harten, zum Beispiel Boden oder auf eine andere harte Oberfläche wie einen Tisch stellst und die anspielst, dann schwingt die ja ganz stark und entwickelt Störgeräusche. Und das wollen wir natürlich nicht, das klingt einfach nicht gut. Vom Schwierigkeitsgrad her ist es so, dass du auf jeden Fall Runden mit dicken Stoffen nähen können solltest. Für Klangschalenkissen eignen sich stabile Stoffe, auf jeden Fall dürfen die nicht dehnbar sein. Das ist ganz wichtig. Und da kannst du Baumwollstoffe nehmen, du kannst Möbelbezugstoffe nehmen. Ich denke, die gehen auch sehr gut. Natürlich musst du schauen, dass die jetzt nicht eine grobe Struktur haben und die sollten auch nicht zu glatt sein. Das sind so ein bisschen die Kriterien. Ich habe kürzlich auf dem Karton von einem Stoffversand gelesen, Stoffe kaufen und Stoffe nähen sind zwei unterschiedliche Hobbys. Ja, also auf mich trifft es auf jeden Fall zu. Wenn ihr auch so nähbegeistert seid, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ihr einen Haufen Kisten voller Stoff zu Hause habt. Und für die Klangschalenkissen braucht man jetzt ja nicht so viel Stoff. Das heißt, da findet ihr wahrscheinlich auch was in eurem Fundus. Und für die Wattierung könnte man zum Beispiel auch Stoffreste verwenden. Ich habe jetzt eine Bügelflieseline gehabt, die fand ich besonders gut. Was nicht geeignet ist, ist Füllwatte, was man sonst eigentlich so in Kissen füllt, weil das zu uneben wird. Wenn du dir dann die Stoffe, die du verwenden willst, ausgesucht hast, dann schichte die doch mal übereinander, so wie du sie halt nähen würdest. Leg sie auf eine glatte Oberfläche, zum Beispiel den Tisch, stell dann deine Klangschale oben drauf und probier mal, ob die Schichtdicke gut ist. Also wenn es zu dünn ist, dann würdest du noch Störgeräusche hören. Wenn das zu dick ist und die Klangschale so ein bisschen versinkt, dann würde der Stoff quasi außen an die Klangschalenränder kommen und dadurch den Klang dämpfen. Also wenn du die Klangschale anspielst, sollte die einen schönen Klang haben und sollte auch eine ganze Weile klingen. Ich habe jetzt bei den ganz kleinen hier, habe ich tatsächlich nur eine Schicht Flieseline genommen. Bei den großen drei und bei den mittleren, die ich hier hinten auch habe, zwei. Und das funktioniert ganz gut. Man muss einfach bedenken, je mehr Gewicht so eine Schale hat, desto mehr wird es auch zusammengedrückt. Also da ist es einfach wichtig und sinnvoll, dass du das vorher vorm Nähen ausprobierst. So, und jetzt geht's los mit dem Tutorial. Viel Spaß dabei! Hier kannst du sehen, welche Materialien du für dein Klangschalenkissen brauchst. Als allererstes natürlich die Klangschale, für die das Kissen gedacht ist. Dann brauchst du Zeitungspapier für den Schnitt, eine Wattierung. Ich habe in dem Fall eine dicke Flieseline genommen, die man aufbügeln kann. Dann den Außenstoff deines Kissens. Bei mir ist der ziemlich dünn, deswegen habe ich zusätzlich noch einen Baumwollstoff als Innenfutter genommen, damit das Ganze mehr Stabilität erhält. Wenn du aber einen schon recht stabilen Stoff hast, brauchst du das natürlich nicht extra. Dann brauchst du für die Umsäumung des Kissens einen dehnbaren Stoff. Ich habe in dem Fall Jersey genommen. Der Streifen, der ist 4 cm breit und die Länge ergibt sich aus dem Durchmesser des Kissens. Und zwar nimmst du den Durchmesser mal 3 und rechnest dann noch 4 cm obendrauf. Da müsstest du auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Als Werkzeuge habe ich eine Schneiderschere, ein Maßband, Stecknadeln und einen Fusselroller. Miss als allererstes die Aufstellfläche von deiner Klangschale. Bei mir sind das circa 10 cm. Ich habe dann auf jeder Seite 3 cm dazu gezählt. Das sind dann insgesamt 16 cm. Ich würde auf jeden Fall lieber ein bisschen mehr dazu rechnen als zu wenig, damit die Klangschale auf jeden Fall sicher steht. Wenn du den Durchmesser ermittelt hast, dann kannst du dich jetzt an den Schnitt machen. Dafür kannst du entweder einen Zirkel benutzen
Oder wenn du so wie ich keinen hast, beziehungsweise zu faul bist zum Suchen, dann kannst du das einfach so machen, dass du das Zeitungspapier faltest, immer zum Mittelpunkt hin. Und da kann man sich ganz einfach eine sehr schöne Schablone machen für einen Kreis. Wichtig ist dann dabei, dass du das Maßband, was wir gleich anlegen, immer wirklich ganz akkurat an die Spitze setzt, sonst wird der Kreis nicht richtig rund. So, und hier markieren wir dann einfach den Radius, also die Hälfte des Durchmessers. Bei mir sind das 8 cm. Und in meiner Goldschmiedeausbildung habe ich gelernt, dass es viel einfacher und viel schneller geht und auch ein viel schöneres Ergebnis hat, wenn man von vornherein sehr präzise arbeitet. Das kann ich dir also nur ans Herz legen. Hier musst du darauf achten, dass du da, wo mein Daumen, mein Zeigefinger sind, dass du da gut festhältst, damit es beim Schneiden nicht verrutscht, das Papier. So, und da haben wir unseren schönen Kreis. Jetzt geht's ans Bügeln der Stoffe. Hier faltest du den Stoff einmal, sodass du ein doppellagiges Quadrat erhältst. Und was man hier im Bild nicht so gut sieht, bügel bitte auch die Falz. Das gleiche gilt natürlich auch für den Oberstoff, wenn du zwei Stoffe hast oder generell mehrere. Und als nächstes kommt dann die Bügelfliseline zum Einsatz. Da ist es wichtig zu wissen, wo die Klebeseite ist. Und zwar siehst du hier, dass die Klebepünktchen, das sind so richtige Pünktchen, die man auch fühlen kann, die sind oben, da fühlt sich der Stoff rau an. Und wenn du das umdrehst, dann ist es ganz flauschig. Also die raue Seite ist die, die klebt. Jetzt geht es ans Aufbügeln der Flieseline. Wenn du einen Innenfutterstoff hast, so wie ich, dann machst du das darauf. Wenn du aber nur einen Außenstoff hast, dann wird natürlich darauf gebügelt. Ich entferne vorm Bügeln noch alle Fusseln. Das mache ich zur Müllvermeidung mit einer Fusselrolle, die abwaschbar ist. Die Flieseline wird jetzt mit der Klebeseite nach oben hingelegt und der Stoff mit der Rechtsseite, also die Außenseite, nach oben. Noch alles schön glatt streichen, dass keine Falten entstehen, und los geht's mit dem Bügeln. Mit der Flieseline, die ich hier habe, dauert das 15 Sekunden pro Bügelfläche. Wenn die Flieseline nach dem Bügeln noch nicht am Stoff hält, dann hast du einfach nicht lang genug gebügelt. Das heißt, du musst das Ganze nochmal wiederholen und ein paar Sekunden jeweils dazu zählen. Nach dem Aufbügeln kannst du den Stoff jetzt an der Bügelfalz zerschneiden. Jetzt schichten wir die Stoffe auf. Die angegebenen Kanten, die ich hier gerade zeige, die nehme ich als Orientierungskanten. Das heißt, das, was ich oben drauf lege, orientiere ich an diesen zwei Kanten und lege es genau oben drauf. Jetzt kommt der Schnitt oben drauf und wird festgesteckt. Beim Feststecken beginne ich immer an einem Punkt und streiche es glatt und nehme dann erstmal den gegenüberliegenden Punkt und stecke den fest, sodass da möglichst nichts verrutschen kann. Die rechte Seite dann nochmal glatt streichen und die linke Seite. Wenn man ein größeres Kissen hätte, könnte man sich auch erstmal die Mitte feststecken und dann eben nach dem Schema anfangen, immer gegenüberliegend. Hier überprüfe ich auf der Rückseite, ob alles glatt ist, und da habe ich eine Stelle entdeckt, die mir noch nicht so gut gefällt. Da streiche ich jetzt nochmal den Stoff oben und unten von der Mitte her nach außen und stecke ihn dann fest. Ja, jetzt gefällt es mir gut. Und jetzt geht's ans Schneiden. Da ist es wichtig bei so dicken Stoffen, dass man die Schere wirklich möglichst gerade hält. Ja, wie man sehen kann, ist es ein bisschen fummelig mit so vielen Stofflagen. Also nimm dir da Zeit, sodass das wirklich alles gut funktioniert. Als nächstes schichten wir die unterschiedlichen Stoffteile in der richtigen Reihenfolge aufeinander. Und zwar kommt hier zuerst ein Außenstoff mit der Linksseite nach oben schauend. Links ist das, was innen im Kissen ist. Als nächstes Baumwolle-Flieseline. Die Flieseline schaut nach oben. Dann nochmal ein Baumwoll-Flieseline-Teil. Da schaut aber jetzt die Baumwolle nach oben. Bei Bedarf kann man da nochmal abrollern, wenn man irgendwo Fusseln sieht. Und zum Schluss kommt ein Außenstoff nach oben, und zwar mit der Rechtsseite, also die, die nach außen schaut, nach oben. Wenn ihr
schwerere, große Klangschalen habt, so wie ich, dann könnt ihr auch noch eine zusätzliche Flieseline-Schicht dazu machen. Das habe ich auch gemacht, die habe ich dann einfach in die Mitte positioniert. Und hier sieht man jetzt nochmal die Variante mit dem Kreuz feststecken. Man streicht mit den Fingern oben und unten immer von der Mitte nach außen und beginnt dann zuerst ein Kreuz zu machen, immer gegenüberliegend stecken und dann die Stellen zwischen den Nadeln nochmal mit einer Nadel befestigen. Jetzt überprüfen wir, ob auf der Rückseite auch wirklich der Stoff glatt ist. Das kann man noch ein bisschen zurechtziehen. Und wenn das dann alles so passt, dann geht's ans Nähen. Ich benutze dafür einen Zackelstich. Und zwar in der Breite 4 mm und in der Länge 3 mm. Jetzt habe ich mir was vom Verschnitt genommen und habe die Stoffe auch so übereinander geschichtet, wie wir das eben mit dem Kissen gemacht haben, um eine Probe nahe zu machen. Denn bei so dicken Stoffen kann es sein, dass die Ober- und Unterfadenspannung nicht ausgeglichen ist. Deswegen überprüfe ich das jetzt. Wenn die Naht auf beiden Seiten gleich aussieht, dann ist alles gut. Wenn die aber unterschiedlich aussehen, dann solltest du in deiner Betriebsanleitung von deiner Nähmaschine nachschauen, wie du Ober- und Unterfadenspannung verändern kannst und da mal so lange ausprobieren, bis es dann passt. Jetzt nehmen wir unsere erste Naht an unserem Kissen. Dabei achte ich besonders darauf, dass der Unterstoff keine Falten bildet. Die Stoffkante sollte immer im gleichen Abstand zur Naht sein. Das heißt, ich orientiere mich jetzt hier am Nähfüßchen. Die äußere rechte Nähfußkante, die liegt beim Nähen immer auf der Stoffkante auf. So wird es schon regelmäßig. An jedem Nahtanfang und Nahtende mache ich so eine Art Versiegelung der Naht, dass die nicht einfach so aufgehen kann. Und zwar mache ich das, indem ich immer ein paar Stiche zurück und wieder nach vorne nähe. Hier schneide ich den überschüssigen Stoff entlang der Naht ab und betrachte dann auch gleich die Form, ob das wirklich richtig rund ist. Und ich stelle fest, dass da noch so ein paar Hobel rausgucken. Und an denen arbeite ich mich jetzt vorsichtig entlang mit der Schere. Und zwar drehe ich dabei das Kissen immer ein bisschen und nehme also immer kleine Teilchen ab. Also bloß nicht zu viel abschneiden, sondern lieber das Kissen immer regelmäßig drehen und hier und da kleine Teile wegnehmen. So wird es am regelmäßigsten. Wenn hier an manchen Stellen so ein bisschen in die gezackte Naht geschnitten wird, ist das jetzt auch nicht so wild. Solange das nur kleine Stellen sind, ist das gar kein Problem. So, die Form gefällt mir jetzt ganz gut. Hier sehe ich aber gerade, dass so ein dunkellilaner Streifen auf dem Stoff ist. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Das nehme ich jetzt als Rückseite. Hier kommt jetzt der Jersey-Streifen ins Spiel. Das ist die rechte Seite, also außen. Und so sieht die linke Seite aus, also innen. Und ich lege jetzt quasi die rechte Seite vom Kissen auf die rechte Seite von dem Streifen. Und jetzt stecken wir das fest mit ein bisschen Abstand. Der Stoff muss jetzt gedehnt werden beim Feststecken, aber nicht zu doll. Also zu wenig gedehnt macht Falten und zu viel gedehnt, da wälzt sich die Kante dann. Also so ein gutes Mittelmaß, eine leichte Dehnung reinbringen. Und das stecken wir jetzt so ringsrum fest, bis wir zum anderen Ende wieder kommen. Jetzt wird das nochmal schön so weit gedehnt, bis die beiden Enden übereinander liegen. Da wird das eine Ende mit der Nadel markiert und das andere Ende, da wird die Nadel rausgenommen und genau an der gleichen Stelle aber nur das Jersey markiert. So, jetzt haben wir unsere zwei Punkte markiert, wo die Jersey-Streifen zusammenkommen sollen. Genau dort soll die Naht verlaufen. Und jetzt muss man aufpassen, dass man ohne Stoff verdrehen wirklich beide rechte Teile aufeinander legt. Und da, wo die Nadeln sich berühren, soll dann genau dort die Naht verlaufen. Hier ist wirklich präzises Arbeiten angesagt, damit es am Ende alles so hinhaut. Hier nähen wir eine Steppnaht mit der Stichlänge von 3,5 mm. Und ich habe das Kissen hier zusammengeklappt, so dass ich gut an die Naht komme, ohne dass sich hier was verschiebt bei den Stoffen. Und wir nähen jetzt ganz genau auf der Markierung, die wir mit unseren Nadeln gesetzt haben.
und wir lassen uns ungefähr 1 cm Nahtzugabe stehen. Jetzt kannst du den Rest aufeinander stecken, schön gleichmäßig. Und bei der Nahtzugabe machen wir das so, dass wir die auseinanderklappen und da nochmal direkt jeweils eine Nadel setzen, sodass sich da beim Nähen nichts überstülpt oder irgendwie verschiebt. Ich verwende hier einen Overlock-Stich bei 5 mm Breite und 3,5 mm Länge. Die meisten Nähmaschinen haben das. Wenn du das aber nicht haben solltest, kannst du auch einfach eine Steppnaht zuerst nähen und dann im Anschluss rechts neben der Steppnaht einen Zackelstich. Ich messe jetzt zuerst die Breite meiner gezackelten Naht aus. Bei mir sind es 5 mm. Das heißt, die neue Naht, die muss mindestens 6 mm breit sein, weil ich die gezackelte Naht ja danach nicht mehr sehen möchte. Und ich orientiere mich jetzt wieder an meinem Nähfüßchen. Da suche ich eine Markierung raus, die eben diese 6 mm beinhaltet. Und da entlang lasse ich die Stoffkante laufen beim Nähen. So, jetzt schneide ich hier noch Unebenheiten weg. Das ist bei der äußeren Kante auch recht wichtig, weil sich da bei der Versäumung diese Kante wirklich direkt abzeichnet. Das heißt, man sollte hier alle Fusseln und Wäldchen und Unebenheiten wegschneiden. Dann wird hier noch abgefusselt und ich halte jetzt die Nahtzugabe da besonders gut fest und halte jetzt während des Unstülpens an der Stelle auch fest, dass sich da nichts verschiebt. Das Umstülpen muss jetzt gar nicht so genau sein, das machen wir dann beim Feststecken nochmal richtig ordentlich. Jetzt streiche ich nach hinten und unten hin den Stoff schön glatt und setze da die erste Nadel und zwar ein bisschen unterhalb der Kante, sodass der Stoff da hinten gut festgehalten wird, dass sich beim Nähen da nichts verschiebt. Und jetzt haben wir wieder das Kreuzprinzip beim Feststecken. Immer gegenüber voneinander, damit es alles schön gleichmäßig wird. So sieht es am Ende aus. Und auf der Rückseite überprüfen wir auch nochmal, ob das wirklich alles gerade ist und sich nichts überlappt. Ich nehme jetzt einen Zackelstich, und zwar 4 mm breit. 2,5 lang. Und bei mir ist die Mitte vom Nähfüßchen genau zwischen den zwei Stoffen, sodass von dem Zackelstich ein bisschen was links und ein bisschen was rechts ist. Ich finde, das sieht am Ende sehr schön aus. Und jetzt geht es darum, den überschüssigen Stoff wegzuschneiden. Da gibt es so zwei Möglichkeiten, entweder die hier oder auch so. Das ist ein bisschen fummelig und man muss ganz doll drauf aufpassen, dass man nicht irgendwas von dem Stoff einschneidet, den man da noch haben will. Ich klappe hier quasi mit meinem Mittelfinger die Versäumung direkt nach hinten, sodass ich da gar nicht drankommen kann. Und vorne dehne ich das auch ein bisschen, sodass ich ganz nah an der Naht abschneide, ohne den Stoff wegzuschneiden oder einzuschneiden, den ich da haben will. So sieht es am Ende aus. Und jetzt zupfe ich das Ganze noch ein bisschen zurecht und fertig ist das Klangschalenkissen. Ich habe es auch gleich mal ausprobiert und ich muss sagen, ich bin recht zufrieden mit dem Ergebnis. So ihr Lieben, ich hoffe, das Tutorial hat euch weitergeholfen und ihr habt jetzt ein schönes Ergebnis in der Hand. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Fotos davon teilen würdet. Das könntet ihr mir zum Beispiel per E-Mail schicken. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mir da Rückmeldung geben möchtet, würde ich mich auch total freuen. Das war jetzt mein allererstes Nähtutorial. Ich würde gerne wissen, war das verständlich für euch? Hat euch irgendwas gefehlt? Was war besonders gut? Einfach so ein Rundum-Feedback, um vielleicht beim nächsten Mal noch ein paar Veränderungen reinzubringen. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt mit den Klangschalen bzw. Klangtherapie-Videos, dann drückt doch einfach den Abonnier-Button, dann kriegt ihr mitgeteilt, wenn was Neues kommt. Und natürlich nehme ich auch gerne Wünsche entgegen. Also wenn ihr zu einem bestimmten Thema gerne ein Video haben möchtet, dann lasst mich das doch einfach unten in den Kommentaren wissen. Vielen Dank, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine tolle Zeit mit euren Klangschalen. Macht's gut!
Breathe in, breathe out, fill your heart with.